Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal was, was ich noch nie so gemacht habe, und zwar ein Monatsrückblick, was habe ich in diesem Monat gelesen. Und das gibt es deswegen jetzt zum ersten Mal, weil ich noch nie so viele Bücher in einem Monat gelesen habe, als dass es sich gelohnt hätte, da ein gesammeltes Video drüber zu machen. Das waren nie nennenswert mehr Bücher als zwei. Und das ist jetzt anders im Januar gewesen. Ich habe ganze 5 Bücher gelesen, diese hier. Und die möchte ich euch jetzt in diesem Video mal gesammelt vorstellen. Für mich hat der Januar 2021 und damit auch das Jahr 2021 insgesamt angefangen mit Dracula von Bram Stoker. Und ich möchte dazu jetzt nicht mehr viel sagen. Ich habe da schon in meinem letzten Video in der Lesenacht schon ein bisschen was gesagt. Und nächste Woche kommt noch meine ausführlichere Rezension dazu. Und dann habe ich danach gelesen von John Saul. Nathaniel haben ja auch einige schon mitgekriegt, die mein Video letzte Woche gesehen haben. Und ich fand das Buch ziemlich gut. Ich fand es ziemlich unterhaltsam, ziemlich spannend. Das war teilweise auch sehr gruselig, muss ich sagen. Ich habe es halt auch nachts gelesen, aber ich denke, zumindest für mich wäre es auch tagsüber gruselig gewesen. Das kann ich natürlich nicht garantieren. Es geht in dem Buch um den 11-jährigen Michael, der mit seiner Mutter Janet nach dem Tod seines Vaters Mark zurück in das Heimatdorf seines Vaters zieht, um erstmal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und dort finden sie dann immer mehr mysteriöse Dinge, Geheimnisse rund um den Vater eben raus, die sie eben nicht gewusst haben, wo man sich aber denkt, okay, eigentlich sollte man das natürlich wissen. Und das ist natürlich mysteriös. Es gibt dann noch dazu eben eine Legende in diesem Dorf über einen Jungen namens Nathaniel, der vor über 100 Jahren dort gestorben ist. Und die Legenden erzählen halt so einige Schauergeschichten darüber. Und ja, es hat schon irgendwie was Gruseliges. Und das Einzige, was ich nicht ganz so cool fand, war halt das Ende. Das fand ich sehr schade, weil es war eben so ein Buch, was die ganze Zeit schon so auf dieses Ende, finde ich, hingebaut hat. Und am Ende wurde nicht so viel, finde ich, aufgelöst. Es war mehr so ein Ende, wo man sich so die Dinge selber denken muss. Irgendwie so ein bisschen offenes Ende, hatte ich das Gefühl. Was ich halt ein bisschen schade fand. Ich habe an sich nichts gegen offene Enden. Ich mag die. Aber in dem Fall war es mir irgendwie zu krass. Vielleicht war ich auch nur einfach zu doof. Vielleicht habe ich nicht alles gecheckt, was mir das Buch sagen wollte. Ich habe danach auch ehrlich gesagt mal nach einem Video gesucht, was mir das Ganze nochmal zusammenfasst, ob ich nicht vielleicht was übersehen habe. Aber ich habe so ein Video nicht gefunden, so von der Art, wie man das bei Filmen wie zum Beispiel Tenet zuhauf findet. Nochmal so Videos, die das Ende einfach zusammenfassen. Also wenn ihr das Buch gelesen habt, macht so ein Video. Ich brauche das. Genau, dann gibt es definitiv trotzdem eine Empfehlung für Nathaniel, weil es war an sich schon spannend und das Ende hat jetzt nicht das Buch komplett verdorben. Also so war das jetzt nicht. Das Ende war auch nicht komplett scheiße. So, danach habe ich dann von Marc-Uwe Kling Quality Land 2.0 gelesen. Das ist die Fortsetzung zu Quality Land. Ich sag mal so, auf dem Rücken steht schon, also hinten steht schon mal drauf, dieses Buch ist ein Mega-Page-Turner. Was in Kapitel 4 passiert, ist ultra krass. Und generell ist dieses Buch so ein bisschen wie so Clickbait Titel von irgendwelchen Zeitschriften aufgebaut. Das und das passiert und dann passierte das und das, so wie man es halt so von diesen Schlagzeilen vom Bild, Fokus und so weiter eben kennt. Und es geht halt im Grunde um eine Zukunftsdystopie, so eine Gesellschaftskritik so ein bisschen, habe ich ja schon mal erzählt, so vom ersten Teil auch, und da ist es sehr ähnlich, auch vom Humor her, einfach so Marc-Uwe Klings Humor, den man auch von den Känguru-Chroniken kennt. Gefällt mir einfach total gut. Es geht da um den jungen Mann namens Peter Arbeitsloser. Man muss dazu sagen, die Leute in dieser Welt haben als Nachnamen den Beruf des Vaters oder der Mutter. Sein Vater war halt Arbeitsloser, deswegen heißt er Peter Arbeitsloser. Und das ist alleine schon ziemlich lustig. Und dann erwähne ich noch kurz seinen Beruf. Er ist Psychiater für Maschinen. Die KIs in dieser Zukunft sind nämlich so krass weiterentwickelt, dass sie so menschlich sind, dass sie auch menschliche psychische Erkrankungen haben. So gibt es zum Beispiel einen Kampfroboter mit posttraumatischer Belastungsstörung oder eine Drohne mit Flugangst, was schon ziemlich lustig ist. Kann ich also definitiv auch empfehlen, genauso gut wie der erste Teil, meiner Meinung nach. So, danach habe ich dann von Arno Strobel Offline gelesen. Das ist mein erstes Buch von Arno Strobel und Alter, ich werde sowas von noch mehr von ihm lesen. Das war so ein krasser Psychothriller. Ganz kurz die Handlung, es geht um eine Gruppe Erwachsener, die ein Wochenende quasi gebucht haben auf einer Hütte, wo sie dann ihr Handy vorher abgeben, damit sie einmal ein Wochenende ohne diesen ganzen Online-Quatsch sind. So Digital Detox wird das quasi beworben
Und naja, was soll dann schon passieren? Sie sind auf dieser Hütte, sind komplett abgeschnitten vom Rest der Welt, sie sind zusätzlich noch eingeschneit und naja, dann verschwinden Leute und werden verstümmelt oder sonst was. Und das ist natürlich schon alleine ziemlich krass, also dass man jetzt die ganze Zeit Angst haben muss, dass irgendwas passiert, weil man ja scheinbar mit einem Psycho irgendwie da eingesperrt ist und die Außenwelt nicht erreichen kann. Aber noch dazu und noch viel krasser finde ich, was mit diesen Leuten passiert. Alter, ich hätte nie gedacht, dass man anderen Menschen so krasse, schlimme Dinge antun kann. Wenn mir das passieren würde, ey, ich würde lieber sterben, ganz ehrlich. Und das hat irgendwie halt auch so einen Grusel, weil das nicht so far from everything ist, sondern halt einfach saureal. Das kann theoretisch jedem angetan werden und das fand ich schon ziemlich gruselig teilweise und ziemlich psycho auf jeden Fall. Und das Ende war auch krass, krasser Plot-Twist, also hat definitiv nachgewirkt und ich werde definitiv auch mehr noch von Arne Strobel lesen in Zukunft. So, und das letzte Buch, was ich diesen Monat Januar gelesen habe, war Krabbert von Ottfried Preußler. Das ja ist halt so ein, ja, ich weiß nicht, ob das ein Klassiker ist, auf jeden Fall schon so. Ottfried Preußler ist ja ziemlich bekannt in Deutschland und das kennen bestimmt auch viele Leute von euch, das Buch. Ich habe das auch schon gelesen als Kind, Jugendlicher, ich weiß es nicht so genau. Bis vor kurzem dachte ich immer, dass es ein Kinderbuch war. Und jetzt habe ich es nochmal gelesen und dachte mir so, krass, also ich glaube, dass ich das als Kind ziemlich gruselig gefunden hätte. Also glaube ich eher, dass ich es so im frühen Jugendalter gelesen habe. Aber dafür fand ich, hatte ich noch ziemlich wenig nur noch im Gedächtnis von den Dingen, die da passiert sind. Ich wusste quasi gar nichts mehr. Naja, zum Buch. Ich fand es ziemlich spannend auf jeden Fall. Es geht da quasi um einen obdachlosen Jungen namens Krabbert, der ja nur mit ein paar Leuten rumzieht und dann plötzlich im Traum gesagt kriegt, er soll zur Mühle im Koselbruch kommen und dort in die Lehre beim Müller gehen. Da gibt es dann 11 andere Jungen und er ist der 12. und geht da eben in die Lehre. Ihm wird da ein schönes Leben sozusagen versprochen. Er kriegt halt immer zu essen und braucht nicht mehr obdachlos zu sein, aber das hat halt auch seinen Preis. Und ja, das ist auf jeden Fall, es hat so eine richtige Mystik. Es hat auch so einen gewissen Grusel, finde ich so. Ich finde es jetzt nicht mehr so gruselig, wie ich es vielleicht als Kind gefunden hätte. Aber es hat schon so ein bisschen einen Grusel auf jeden Fall. Es hat eine Mystik, es ist spannend und zwischendurch wird es ein bisschen langweilig, finde ich, aber überhaupt nicht schlimm eigentlich. Das Ende wird nochmal ganz gut und ganz spannend. Es hat auch so einen, finde ich, so ein bisschen einen märchenhaften Schreibstil. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass dieses Buch auf einem, ich weiß nicht genau, ob es ein Märchen, auf einer Sage oder irgendwie sowas basiert. Ich mochte auch diesen märchenhaften Schreibstil so ein bisschen. Was ich erstaunlich fand, war, dass es so ein alter Schreibstil auf jeden Fall ist. Also die Leute reden ziemlich alt und das Buch ist auf jeden Fall erst aus 1970, aber das liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass er so ein bisschen diesen Flair von der Zeit, als diese Sage, Märchen erzählt wurde, quasi aufgreifen und rüberbringen wollte. Fand ich auf jeden Fall ziemlich gut. Das hat ziemlich gut zu der Geschichte auch gepasst, diese alte Sprache. Ich meine, das wird keinen Sinn ergeben, wenn jetzt irgendwer daherkommen wird und sagen, ich schreibe das jetzt mal um, so dass es die Sprache moderner ist. Das war das Gleiche wie bei Dracula, wo die Sprache auch ziemlich altmodisch ist, aber wo ich sagen würde, das macht keinen Sinn, wenn da jemand das jetzt umschreibt, damit es moderner klingt, weil da einfach diese Sprache doch so zur Geschichte gehört, finde ich. Genau, Leute, das waren meine 5 Bücher aus dem Monat Januar, die ich gelesen habe. Ich fand es jetzt echt krass. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viele Bücher in einem Monat gelesen, ohne dass ich jetzt irgendwie im Urlaub war oder so. Also fand ich jetzt sehr erstaunlich, aber das ist, finde ich, ein Zeichen für die Qualität dieser Bücher. Die fand ich wirklich durch die Bank weg alle sehr unterhaltsam und sehr, sehr gut und kann sie euch allen einfach nur empfehlen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, nächste Woche wahrscheinlich mit der Rezension zu Dracula. Und bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, ciao!